Wir bei Rheingans Digital Enabler begleiten in drei unterschiedlichen Leistungsbereichen unsere Kunden. Das ist einmal die strategische Beratung, wo es um Geschäftsmodelle geht, um Begleitung in der digitalen Transformation, das heißt wirklich auch Kulturwandel, Technologie, Kommunikation. Der zweite Bereich ist hier bei uns am Standort mit 13 Kollegen besetzt, der Bereich Digitalagentur. Das heißt, wir entwickeln digitale Projekte und Produkte. Das kann eine Webseite sein, das ist aber auch ein E-Commerce-Portal, das ist aber auch die Digitalisierung von Prozessen im Unternehmen. Und das dritte, was wir anbieten, ist der Bereich Workshops, wo wir Management- und Führungsteams einfach eine digitale Druckbetankung in all den komplexen Themen der Digitalisierung einfach anbieten, um die auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Wenn Unternehmen darüber nachdenken, im Bereich IoT, Industrie 4.0 aktiv zu werden, da ist unser Ansatz meistens, sich mit MVPs, also Minimum Viable Products, auseinanderzusetzen. Das heißt, wie können wir Minimalanforderungen erfüllen, um dann dabei zu lernen und zu sehen, ob die Richtung stimmt, ob man nachjustieren muss und ob der Business Case eigentlich reell ist. Das heißt, wir sehen nicht das große, dicke Lastenheft als Ausgangslage für ein IoT-Projekt, sondern eher, was ist gerade die Hürde, die wir lösen müssen, um dann in kleinen Schritten uns der Lösung anzunähern. Das heißt, immer iterative Verbesserungen von kleinen Produkten oder Projekten oder Prozessen. Wenn zum Beispiel ein Mittelständler zu uns kommt und sich mit uns über die Digitalisierung von Prozessen unterhält, dann kann man erstmal oder sollte erstmal die Bestandsaufnahme machen, wo fallen Daten an, welche Prozesse finden statt. Das kann sowohl im Supply Chain Management natürlich sein, wann gibt es Wareneingang, aber auch im ganz alltäglichen Betrieb. Und Sinn und Zweck muss ja sein, dass wir diese Daten anders erfassen, möglichst automatisiert, die miteinander in Bezug setzen, vielleicht Datenanalysen darüber fahren können, um eine größere Transparenz oder ja, um eine größere Informationsdichte daraus ableiten zu können. Das heißt, an welchen Stellen laufen Prozesse auch nicht rund? Da kann man eben mit Videosystemen eine Überwachung vorschalten, die automatisch eben bestimmte nachgestellte Prozesse eben auslöst. Man kann Sensorik nutzen, um zu erkennen, hier ist die Last auf dieser Maschine zu hoch, hier ist der Briefkasten gefüllt, der Kühlschrank leer, diese ganzen Paradebeispiele. Man kann einfach gucken, an welchen Stellen macht eine Datenerhebung überhaupt Sinn. Und dahingehend können wir beraten und einfach gucken, wie können wir daraus eventuell sogar ganz neue Geschäftsmodelle ableiten. Wenn Mittelständler mich fragen oder uns fragen, warum man sich mit IoT beschäftigen sollte, stelle ich gerne die Frage zurück, warum man es denn nicht möchte. Denn de facto ist die Digitalisierung da. Wir leben in der Welt von digitaler Transformation und es gibt Konkurrenzunternehmen, die durchaus IoT überall einführen, wo es nur möglich ist und Daten überall erheben, wo sie nur können. Das heißt, man läuft Gefahr, den Anschluss zu verpassen und Mehrwerte, die man dadurch eben mitbekommt, einfach nicht abzuholen. Das heißt, die Digitalisierung ist ja, die passiert und man kann entweder mitspielen oder man wird abgehängt und das ist, glaube ich, schon fast grob fahrlässig. Einer der großen Trends bei IoT sind ja zum Beispiel auch Themen rund um Smart Home, auch autonomes Autofahren, das gehört auch in Teilen dazu, weil auch da Teile der Autos auch von externen gesteuert werden können und die bieten auch Schnittstellen, man kann auch von außen da drauf, man sieht auch bei Tesla und BMW und so weiter gibt es die Apps, die das Auto steuern können. Was oft vergessen wird, ist das Thema Sicherheit und dann gibt es als Ergebnis Gruselgeschichten, dass irgendwelche Bremsen von extern betätigt werden oder schlimmer noch Gaspedale oder noch schlimmer Bremsen nicht mehr betätigt werden können. Und da würde ich einfach jedem raten, sich tatsächlich Profis zu suchen, wenn es darum geht, sowas zu implementieren im eigenen Unternehmen. Weil das Ergebnis von unsicheren IoT-Anwendungen, wo vergessen wurde, Verschlüsselungstechniken zu nutzen, sichere Übertragung, VPN-Tunnel und so weiter, das schlimmste Ergebnis kann einfach sein, dass da Firmendaten, sensible Daten, Kundendaten in die falschen Hände geraten. Und da sollte man einfach von vornherein durchaus drüber nachdenken, dass Sicherheit da sehr groß geschrieben werden sollte.